In diesem Video geht es um die stochastische Unabhängigkeit und diesen Begriff würde ich gerne in dem Kontext des Glücksspiels Roulette erarbeiten. Dazu stellen wir uns folgende Situation vor. Wir sind in einem Casino und sind Zeugen des folgenden Dialogs. Und zwar unterhalten sich Bob und Alice. Bob sagt, wir sollen in der nächsten Runde auf Schwarz setzen. Dann fragt Alice, warum denn? Bob darauf, es ist zweimal hintereinander rot gefallen, dass dreimal hintereinander rot fällt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, viele denken sich schon in dem Mathematikunterricht, wenn so eine Aussage getätigt wird, da ist doch irgendwo ein Haken. Und dennoch möchte ich folgende Frage stellen. Sinkt die Wahrscheinlichkeit für rot, wenn zuvor schon zweimal rot gefallen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Unterricht auf diese Frage eine ehrliche Antwort bekomme, weil, wie gesagt, einige sich denken würden, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Das ist doch eine Fangfrage. Und dennoch möchte ich uns vor Augen führen, dass wir eigentlich eine sehr schlechte Vorstellung von Wahrscheinlichkeiten haben und insgesamt, wie sich da Ereignisse gegenseitig beeinflussen. Und dass wir tatsächlich sehr oft Begriffe im Kontext der Wahrscheinlichkeiten durcheinander bringen. Wir wollen die Situation in die Sprache der Mathematik übersetzen. Man spricht ja von einer Mathematisierung. Bei dem Spiel Roulette gibt es so ein Gerät, also einen Teller, der dreht sich. Auf dem Teller gibt es 37 durchnummerierte Fächer. Und dann wird hier eine Kugel reingeworfen und wo die Kugel dann stehen bleibt, kann man an der Nummer des Faches die Zahl ablesen, die gefallen ist. Es gibt 18 Zahlen, die mit der Farbe schwarz markiert sind, 18 Zahlen, die mit der Farbe rot markiert sind und eine Zahl mit der grünen Farbe, das ist dann die 0. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Wette abzuschließen. Uns interessiert aber die Wette auf eine schwarze oder rote Farbe zu setzen. Okay, es für uns interessant sind folgende Ereignisse. Einmal das Ereignis, das ich A genannt habe. In den ersten beiden Runden fällt rot. Das Ereignis B ist dann das in der dritten Runde die Farbe rot fällt und dann wollen wir die Frage mathematisieren, ob das Ereignis A das Ereignis B denn beeinflusst. Das kann man mathematisch so ausdrücken mit Hilfe der bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und zwar, wenn es einen Einfluss von A auf B gibt, muss die bedingte Wahrscheinlichkeit P von B unter der Bedingung A eine andere Wahrscheinlichkeit sein als die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B selbst. Ob die jetzt größer oder kleiner ausfällt, spielt hier an dieser Stelle gar keine Rolle. Wir wollen einfach nur wissen, ob es einen Einfluss gibt. Und der ist dann da, wenn hier diese Ungleichheit herrscht. Die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A können wir auch angeben. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit davon, dass A und B gleichzeitig stattfinden, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A. Um die Ereignisse besser zu notieren, habe ich mich jetzt in der Ergebnismenge für folgende Notation entschieden. Und zwar gibt es die Ergebnisse Rot, Schwarz und Null. Aus diesen werden dann, wie gesagt, die Ereignisse kombiniert. In dieser Schreibweise wäre dann zum Beispiel das Ereignis A folgend aussehen. Es gibt drei Möglichkeiten, dass in den ersten beiden Runden rot gefallen ist. Entweder gab es rot, 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 schwarz oder rot, rot, null. Und da kann man auch die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, wie wahrscheinlich ist jetzt das Ereignis A. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit von Rot, Rot, Rot plus die Wahrscheinlichkeit von Rot, Rot, Schwarz und die Wahrscheinlichkeit von Rot, Rot, Null. Ich habe hier noch eine Klammer drumherum gelegt, damit dieses Rot, Rot, Rot tatsächlich auch zu einem kleineren Ereignis wird.
Da kann man auch die Ps groß lassen. So würde man das eigentlich schreiben müssen. An manchen Stellen kann es sein, dass man diese geschleiften Klammern auch weglassen würde, um die Notation in dem Schulmathematikunterricht zu erleichtern. Okay, so nach der Pfad-Regel können wir auch die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. 18 Zahlen sind rot. Es gibt insgesamt 37 Fächer. Dreimal das gleiche, also 18 37. mit sich selbst multipliziert. Das gleiche hier für Rot, Rot, Schwarz, wo es einen Unterschied gibt. Es gibt 18 37. für Rot, 18 37. für nochmal Rot, aber nur einmal, also nur ein 37. für 0. Deshalb haben wir eine Wahrscheinlichkeit von insgesamt 324, 1369. Dann kommen wir noch zu dem Ereignis B. Das sind jetzt alle Ergebnisse, wo wir in der dritten Runde die Farbe rot haben. Es mussten insgesamt 9 Stück sein, wenn ich mich nicht verzähle. Ich habe die einzelnen Ergebnisse hier farbig markiert, damit wir gleich sehen, wie wir zu den Wahrscheinlichkeiten kommen. Es gibt also blau markiert sind die Ergebnisse, wo es keine 0 gibt. Schwarz markiert sind alle Ergebnisse mit einmal 0. Und grau markiert ist das Ergebnis mit 2 mal 0. Und da gibt es ja nur eine Möglichkeit, 0, 0 und die Zeit rot und die Farbe rot, weil in dem Ereignis B natürlich die dritte Farbe, die rote Farbe sein soll. Also haben wir für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B folgende Rechnung. Viermal die Wahrscheinlichkeit von so einem blauen Ergebnis nach der Pfadregel 18 37. hoch 3 plus bei den schwarzen haben wir die 0 dabei. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit nur 18 hoch 2 durch 37 hoch, zum Quadrat. Und bei diesem grauen Ergebnis haben wir zweimal die 0, deshalb 18 37. hoch 3. Und insgesamt ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 18 37, wenn wir das hier aufsummiert haben. Okay, dann kommen wir jetzt hier zu der Rechnung. Wir können einmal gucken, wo gibt es die Überschneidung. Und das ist tatsächlich nur an dieser Stelle, wo wir rot, rot, rot haben. Das kommt einmal hier vor und einmal hier auch an der ersten Stelle. Auch dafür kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Das ist 18 hoch 3 geteilt durch 37 hoch 3. Und das ist dann hier 5832, 50.653. Damit haben wir eigentlich alles, um P von B unter der Bedingung A auszurechnen. Setzen wir es ein und kommen auf 18 37. Und die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Bedingung A entspricht der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B. Das bedeutet, hier herrscht tatsächlich eine Gleichheit. Das ist dann gleich P von B. Das bedeutet, das Ereignis A beeinflusst das Ereignis B nicht. Bevor wir jetzt hier das Ganze verallgemeinern und die stochastische Unabhängigkeit definieren, möchte ich zeigen, weshalb wir diese stochastische Unabhängigkeit auch so notieren werden, wie wir es am Ende sehen werden. Und zwar geht es um eine gewisse Symmetrie bei dem, wie sich die Ereignisse gegenseitig beeinflussen. Und zwar folgende Vorüberlegung.
Wir gehen davon aus, dass Ereignis A das Ereignis B nicht beeinflusst. Dann können wir folgende Rechnung durchführen. Also einmal hier P von A unter der Bedingung B ausgeschrieben in Formeln. Wenn sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, haben wir das gleiche wie auf der letzten Folie. P von B unter der Bedingung A ist gleich P von B. Und hier die Rechnung für diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Das ist tatsächlich äquivalent zu der nächsten Formel. Wenn ich jetzt beide Seiten mit P von A multipliziere, wird es hier aus dem Nenner verschwinden, sich einfach wegkürzen und kommt es hier als Faktor auf der rechten Seite. Das bedeutet, wenn diese Gleichheit gilt, gilt auch diese Gleichheit. Ist einfach nur beide Seiten mit der gleichen Zahl multipliziert. Und auch hier können wir eine Äquivalenzumformung durchführen. Und zwar möchte ich beide Seiten der Gleichung durch P von B teilen. Dann wird es hier verschwinden, sich wegkürzen und auf der linken Seite in den Nenner stehen. Und wenn wir das jetzt notieren, nach der Äquivalenzumformung haben wir P von A ist gleich hier dieser Formel und das ist nichts anderes als die bedingte Wahrscheinlichkeit P von A unter der Bedingung B. Das bedeutet wiederum, wenn das hier gilt, also Ereignis A beeinflusst Ereignis B nicht, dann beeinflusst das Ereignis B das Ereignis A nicht. Und das meinte ich jetzt hier mit der Symmetrie. Wenn das Ereignis A das Ereignis B nicht beeinflusst, dann beeinflusst auch das Ereignis B das Ereignis A nicht. Na, da wird in der Mathematik tatsächlich also eine gewisse Kausalität aufgehoben. Wir haben immer als Menschen diese Vorstellung, dass irgendwie das eine zuvor passieren muss, um das andere zu beeinflussen oder nicht zu beeinflussen. Bei der stochastischen Unabhängigkeit wird es so sein, dass diese Beeinflussung in beide Richtungen gilt oder halt in beide Richtungen nicht gilt. Aus diesem Symmetriegrund werden wir bei dem Begriff der stochastischen Unabhängigkeit auch hier diese mittlere Darstellung nehmen, weil in dieser Darstellung weder das Ereignis A noch das Ereignis B irgendwie hervorgehoben wird und diese Symmetrie damit noch stärker verdeutlicht wird. Aus dieser Formel hier machen wir jetzt die Definition der stochastischen Unabhängigkeit. Die Definition lautet nun: Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig, falls diese Gleichung hier gilt, also P A geschnitten B, also A und B finden gleichzeitig statt, entspricht der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B. Andernfalls sagt man auch, dass die Ereignisse stochastisch abhängig sind. Also entweder gilt diese Gleichheit, dann sind sie stochastisch unabhängig, oder die Gleichheit gilt nicht. Dann sprechen wir von einer stochastischen Abhängigkeit.